einer weiteren Folge Weed Farming Alice 1900 Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin noch ein bisschen beim Holz verladen. Sollten wir aber heute fertig kriegen. Und dann sollte ich auch es schaffen, das schon zum Sägewerk zu bringen. Und die Stämme mitspielen. Die tun es gerade nicht, die haben keinen Bock. Ich glaube, ich muss wieder ausflippen. Ich kann auch den LKW mal ein bisschen näher Richtung. Ja, da hatte ich aber einen kleinen Streifen in der Hose. Da dachte ich, da haben wir schon wieder den nächsten Unfall. Gerade nochmal abgefangen. So, ich stelle mal den LKW weiter vor. Muss ich nicht immer so viel mit dem Traktor hin und her fahren. Ja, eigentlich müsste hier am Traktor auch ein Gewicht hinten dran haben. Aber es liegt am Hof. Und das ist ja der Drecker vom Diesel, ist ja gar nicht meine. Meinen habe ich ja verkauft, mein Jelly. Glaube ich. Richtig mal zwei. Na, perfekto. Wie, der ist jetzt zu hoch? Der liegt da oben drauf, der ist ja doof. So, perfekt gelöst. Ich bin mal gespannt, ob der Polizist dann wieder kommt und sagt, die Ladung ist nicht richtig geladen. Dann soll er erstmal selber machen. Bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegen würde.
zwei, drei Stück, die müssten noch gehen. So, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir jetzt ziemlich schnell vorankommen und aufladen. Machen wir schon. Ach komm, den einen nehme ich noch mit drauf. Den hier. So, das ist gut. Perfekt. Spanngurte dran, haben wir das letzte Mal ja gesehen, wie wichtig das war. Dass die Ladung nicht verschütt geht. So, diesmal machen wir ein Tempomat nur auf 50, fahren wir mit 50 gemütlich rüber, dass wir nicht wieder umfallen. Da sollte alles gut gehen. Und dann werden wir, denke ich, nächste Woche mal mit dem kleinen Anhänger hochfahren oder mit dem Joskin. Die ganzen kleinen Baumstümpfe aufsammeln und die in den Hacker werfen. Ja, dass wir ein bisschen Ordnung im Wald haben. Von der Ladung hier werde ich jetzt einiges wieder in die Holzscheitelproduktion werfen. Oder das, was halt reingeht, da geht leider nicht so viel rein. Nur einen kleinen Vorratsbereich. Das war schon wieder sehr knapp. Unfallstelle sind wir vorbei, das ist schon mal gut. Dann kann es nur besser werden.
Ja, 7 Uhr schon wieder. Da darf man auch schon wieder müde sein. Bin schon den ganzen Tag mal wieder auf dem Bein, ey. Mein Feld hier ist auch schon wieder brach. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Ey, ist eigentlich voll die gute Idee, immer einen Warnblinker anzuhaben. Da muss man nicht blinken. Mal nach drin. Jetzt brauchen wir einen Telelader und der Telelader ist, glaube ich, bei mir am Hof. Weil da hatte ich ja Eier mit verladen. Den nehmen wir noch schnell rüber und schmeißen da ein paar Holzstämme in die Produktion. Klingeling. Jäger. Ja, Volker Barone, ja, hallo. Wie Hi. Ist denn jetzt gerade das organisiert mit dem Wassertransport? Der ist durchgeführt. Wohin? Zu dem Wasserturm gegenüber vom Shop. Also vom Händler. Aber ich bräuchte Wasser. Das ist mir nicht gesagt worden. Ich hab mir ist nur gesagt worden, der Wasserturm am Händler wäre wichtig. Ja, ich möchte wissen, ob Sie mir Wasser liefern können. Ach so, ja, wie viel? Weiß ich nicht. Die Hühner müssten versorgt werden. Und die Kartonproduktion. Also ich kann pro Fuhre 20 Tonnen Ihnen anbieten. 20 oder 32? Also einmal 32, ja. Dass wir ins große Fass gehen, eigentlich 32.000 Liter rein. Ja. Also, dann würde ich das mal nehmen. Ja. Und zuerst bei den Hühnern, also ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Kommission halt. Erstmal bei den Hühnern beide Ställe. Und dann den Rest in die Kartonproduktion. Ja. Okay. Könnte allerdings sein, dass ich es heute nicht schaffe, da wir ja relativ spät haben. Ja, muss passen. Gut, danke Ihnen. Bitte. Tschüss. Ja. So, gut. Ja. Hätten wir das schon mal geregelt. Wie kriegt man? Zumindest wissen wir jetzt, wo wir das herkriegen. Ich guck mal, ob ich hier ein paar Stämmchen abgeladen bekomme. Moment, ich muss erst die Spannwolle lösen.
Okay, das könnte eventuell ein bisschen länger dauern. Okay, kann ich die nicht weiter locken? Nicht so vorteilhaft die Goldgabe. Jetzt habe ich einen. So, das wird glaube ich ein bisschen schwieriger. So. Mal gucken. Ja. Produktion läuft wieder, das ist schon mal gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein. Lasst gerne ein Like ab oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.